Hallo zusammen, heute ist der 2. Oktober um Viertel nach drei oder 20 nach drei. So, und ich wollte mich mal ein bisschen wieder zurückmelden. Gibt ein bisschen wieder was Neues. Machen wir erstmal die Brieftaube. Geht, glaube ich, am schnellsten. Heute ist es relativ warm, sehr windig. Und vorhin hat es auch noch kurz geregnet. Das habe ich natürlich genutzt. Wenn es windig ist, dann staubt das den Taubenschlag automatisch ein bisschen aus und dann ist das Saubermachen auch deutlich angenehmer. Beziehungsweise hier drin ist es ja nicht windig, aber man merkt schon, es ist nicht so viel Staub in der Luft, weil der starke Wind oder der Sturm es sozusagen ein bisschen rauspustet. Man sieht hier, er hat jetzt nachgelassen. Die Bäume wackeln nicht ganz so sehr. So, was hat sich hier geändert? Also, ich habe die alle mal zusammengestellt und ja, die Paare zusammengestellt und alle Tauben, die ich nicht mehr in meinem Taubenschlag gesehen habe, habe ich abgegeben. Auch die Kassler sind weg, wobei ich hoffe, dass die Kassler noch einen Besitzer finden. Die habe ich jetzt auch abgegeben, hauptsächlich aus Platzgründen. Wie man hier sieht, hat dieses in Käfig setzen dazu geführt, dass sie alle paarig geworden sind. Also was heißt alles, aber die älteren Paare haben gleich angefangen zu kuscheln. Und wenn ich jetzt die Nestzellen aufmachen würde, sozusagen, hätte ich bestimmt demnächst wieder Eier. Ich hoffe, das führt jetzt auch nicht dazu, dass... So, einmal die Feder wegsammeln, sollen kein Nestbau anfangen. Ich hoffe, es führt nicht dazu, dass sie jetzt anfangen, wieder Eier zu legen. Futter habe ich momentan 50% Zuchten Mauser und der Rest ist, glaube ich, so ja, 30% nee, Weizen, 10% Gerste und 10% Wellensittich-Kanarienfutter. Und ja. Ansonsten, die Mauser ist fast durch, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei den Brieftauben ist sie mehr durch wie bei den Kiebitzen, aber das seht ihr ja gleich. Ich habe jetzt hier 16 Paare zusammengestellt, beziehungsweise sogar 17, aber das Paar Nummer 17 ist noch nicht so weit. Das wird dieser junge Vogel sein und diese junge Dame. Wobei er ist erst einen Monat alt, eineinhalb. Und sie müsste jetzt so 3, 4 Monate sein. Also die werden erst nächstes Jahr im März ein Pärchen sozusagen. Dann kriege ich noch eine Täubin und eine Jungtaube. Die Jungtaube bleibt natürlich unverpaart erstmal. So, bei 16 Nestzellen kommt das gerade so hin, denke ich mal. So, da ich aber auch mit den Paar, also keine festen Zuchtpaare habe, sondern die gehen auch auf Reise. Wird es auf jeden Fall interessant. Und ich hoffe, dass es etwas ruhiger abläuft. So viel dazu. Also, ach so, übrigens zu meinem Mauser-Video. Bitte glaubt nicht, dass ich das jeden Tag irgendwas reinmache. Also, heute ist zum Beispiel einfach nur Oregano und Thymian im Wasser. Und gestern war Avitress drin. Also, manchmal mache ich auch gar nichts rein oder gar nichts, sonst Futter kommt nur Wasser und Futter einfach so rein. Ja, hier, so, gucken wir auch mal rein. Hier habe ich auch sauber gemacht. Hier sieht man, ein Jungtier ist ein bisschen noch am Kränkeln. Die Jungtiere, die letzten, die haben es, habe ich eh das Gefühl, ein bisschen schwieriger. Ansonsten sieht es hier relativ gut aus. Hier habe ich alle Nistzellen zugemacht. Und ja, auch die letzten Jungtauben rausgesetzt. Wem es noch nicht aufgefallen sind, die blauen und die roten sind gar nicht hier drin. Jetzt zeige ich euch gleich, die sind nicht alle weg. Nein. Da habe ich vorhin erst ein paar Paare zusammengestellt oder die Planung zusammengestellt. Hier wird es wahrscheinlich auch nochmal, muss ich nochmal kräftig aussortieren. Sonst komme ich mit den Nistzellen nicht hin. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Hier muss ich auch noch ein paar Jungtauben durchgucken, genau. Der da oben ist zum Beispiel ein bisschen zu hell. Üblicherweise sind das dann auch die Weiber, die ein bisschen heller sind. Ja, so viel dazu. Mein rotes Paar hat wieder zusammengefunden. Und hier, naja,
Kann man auch sehen, da oben an dem. Die sind teilweise noch ein bisschen in der Mauser, teilweise da hinten. Also die haben ein bisschen später angefangen zu mausern wie die Brieftauben. Haben auch nicht so stark gemausert wie die Brieftauben, muss ich jetzt auch sagen. Ne? Bei den Gelben sieht man es vielleicht ein bisschen mehr. Die haben Halsgefieder. Ja, so viel dazu. So. Jetzt kommen wir zu meinen roten und blauen. Das, der Urvater war ja früher, das ist die Urmutter sozusagen, das erste Pärchen im Blau-Rot, was ich hatte. Die habe ich jetzt, den Urvater habe ich jetzt weggenommen, weil der einfach zu dunkel ist und einfach zu, also im ersten Jahr ist mir ein einziger Täuber rausgekommen, das war er hier. Sozusagen zu viel dunkle Farbe vererbt hat. Dieses Jahr habe ich ja, wie man sieht, hier ein bisschen mehr Auswahl. Deswegen habe ich die gehämmerte Dame an dem Rotcheck. Das Paar bleibt, das hatte ich ja letztes Jahr auch schon. Neu dazu kommen die zwei und die zwei. Hier ist auch wieder der Täuber. Man sieht auch die Tintenflecken sogar auf Entfernung mit der Täubin. Die werde ich dann später verpaaren, komme ich gleich noch zu. Hier auch, er ist aber noch relativ dunkel. Die Brust ist nicht besonders hell. Ich hoffe, man sieht's. So, und hier ist der Fall, dass die Täubin die rote ist. Ich bin der Meinung, das wird nicht wirklich klappen. Da werde ich vielleicht noch den Täuber abändern. Und ja, dann sind noch, das sind meine restlichen blauen. Ein blauer Täuber, zwei blaue Jungtauben und noch ein Schimmel, ich weiß es nicht. Ich würde vermuten Täubin, aber könnte auch ein Täuber sein. Ist noch relativ jung. Hat sich noch nicht gezeigt, was er ist. Deswegen interessant hier, dass er nach der Mauser auch dieses Muster beibehalten hat. Auch die rostfarbigen Binden, auch sehr viel Rost im Hals hat. Und vor allem ein gelbes Auge, wodurch ich vermute, dass der Vater oder die Mutter eine gelbe, gelb waren. Weil das Auge halt gelb geblieben ist. So, jetzt zu meinen Winterzuchtplänen. Also wir haben jetzt Anfang Oktober. Mitte Oktober werde ich alle Tauben, bis dahin werde ich alle Tauben sortiert haben. Also alle, die ich nicht behalten werde, sind weg. Und dann werde ich Mitte Oktober alle Tauben impfen, gegen Salmonellen impfen, Mitte Oktober, und ungefähr Mitte November werde ich alle gegen Paramyxo impfen lassen. So zumindest der Plan. Ob ich das so hinkriege, weiß ich nicht. Und dann werde ich die Nistzellen eine Woche nach der Impfung, also ich hoffe Mitte November, sind die alle geimpft. Eine Woche später, so Ende November, werde ich dann die Nistzellen öffnen. Einfach nur als Vorbereitung und notfalls die ersten Eier alle wegwerfen. Zumindest bei den Brieftauben, bei den Kiebitzen wahrscheinlich auch. Mal gucken, da sind, kriegt man ja teilweise auch die Ringe schon gegen Weihnachten. Das heißt, wenn die irgendwann Anfang Dezember ein Ei legen, kann es sein, dass ich sie Weihnachten schon bringen kann. Bei den Brieftauben ist es ja so, man kriegt die ersten Ringe erst ab dem 1. Januar frühestens. Früher dürfen die eigentlich nicht rausgegeben werden. Ja, so ist der Plan. Zuchtausstellungen beginnen ja jetzt praktisch ab Ende Oktober. Da werde ich an keiner einzigen wahrscheinlich nicht teilnehmen. Ich glaube nicht, dass ich also spontan noch an irgendeiner teilnehmen werde, da ich mich so sehr schon darauf eingestellt habe, nichts zu machen. Also keine Vorbereitung, nichts gemacht. Daher mal gucken. Also werde ich auch dann wahrscheinlich auch nur machen. Ich werde nur an den Ausstellungen vorbeischauen und mal ein bisschen filmen, ein bisschen fotografieren. Vielleicht, ja, so viel der Plan bis jetzt. Ja, Tauben sind soweit alle gesund. Ach so, noch am Schluss. Ich habe jetzt was Neues ausprobiert, wo man vielleicht gerade den Streifen hier runter sieht. Das ist natürlich kein Taubenscheiß, da wäre die ja total ausgetrocknet.
Auch hier sieht man bestimmte Flecken. Ich habe die Taubenstangen einfach mit Raps- oder Sonnenblumenöl eingeschmiert, eingepinselt, um einfach mal auszuprobieren, ob sich der Kot besser lösen lässt. Auch hier, ich weiß nicht, ob man das beim Taubendruck sieht, habe ich die Hälfte eingeschmiert gehabt. Das ist jetzt schon fast 2 Wochen her. Ja, es sieht heller aus, ja, es lässt sich etwas besser lösen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das wird sich ja bestimmt auch irgendwann ja, verharzen und dann sieht man genauer, ob es irgendwas bringt oder ob das nur noch eine Riesenschmiererei. Hinten wird auch schon wieder gebalzt. Ja, das wird auf jeden Fall ein schönes Jahr. Ich habe jetzt auch ein paar Pärchen mehr bei den Schwarzen. Tja, so viel dazu. Jetzt kommt noch mal die Sonne raus. Und freuen sich die Tauben gleich ein bisschen mehr. Ich glaube, ich lasse denen auch gleich noch ein bisschen Badewasser ein. Das freut die noch mehr. So, das war es erstmal für heute. Ja, hier habe ich meine Zuchtzusammenstellung erstmal aufgeschrieben. Ja, und das war es erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Achso, kurz bevor das Video gedreht hat, hat mir noch einer ein Bild geschickt, dass das hier auch einer versucht hat. Also die Kiebitze sahen eher noch sauberer wie er hier aus, aber halt dunkelrot gehämmert oder rot einfarbig, wenn man es auch nehmen will. Aber ich will ja Rotfale, Rotfallbindige züchten. Da hier noch nicht ganz, aber zumindest funktioniert es. So viel dazu. Dann mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.